zu schlechtes Deutsch und die viel zu langsame Anerkennung ihrer Abschlüsse. Das sind die größten Bremsen für in Deutschland anerkannte Flüchtlinge, die hier arbeiten dürfen. Dazu zählen alleine 480.000 bei den Jobcentern als arbeitsfähig gemeldete Ukrainerinnen und Ukrainer, die Arbeitsminister Heil jetzt schneller in Lohn und Brot bringen will. Wir werden, wo das noch nicht geschehen ist, Fähigkeiten und Qualifikationen ermitteln und konkrete Arbeitsangebote unterbreiten. Jetzt geht es darum, dass wir sie möglichst in die richtigen Berufe bringen. Aber ich sage auch, im Zweifelsfall auch andere Berufe ergreifen. Laut einer Untersuchung von August waren nur 17% der Ukraine-Geflüchteten in Deutschland erwerbstätig, während es in den Niederlanden 70%, in Polen 66% und in Dänemark 53% waren. Aufgrund unterschiedlicher Kriterien bei der Erfassung und der Zuwanderung hinken solche Vergleiche zwar, aber die schlechte deutsche Tendenz ist klar und soll sich ändern. Die Jobcenter sollen Qualifikationen überprüfen und mögliche Hürden ausräumen. Alle 6 Wochen sollen sich Geflüchtete dann mit Arbeitsvermittlern treffen. Strengen sie sich nicht genug an, drohen Sanktionen wie etwa Kürzungen beim Bürgergeld. Wir wollen jetzt einfach die Kundenkontaktdichte jetzt erhöhen, mit diesen Leuten intensiver arbeiten. Wir halten das tatsächlich für den Schlüssel, um jetzt diesen Turbo auch zum Laufen zu bringen. Dafür sollen sich auch die Arbeitgeber einen Ruck geben und etwa mehr Geflüchtete mit geringen Deutschkenntnissen einstellen.